and a half. Six forward. 60 seconds. Lights on. Forward. Forward. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. Great shadow. Four forward, drifting to the right level. 30 seconds. Forward. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Mr. McGregor? Der Zustand Ihrer Mutter hat sich verschlechtert. Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass sie die Nacht wohl nicht überstehen wird. Wir müssen Sie bitten, ins Krankenhaus zu kommen. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul. Während rund um den Globus Millionen Menschen gebannt an den Fernseh- und Radioempfängern sitzen, um der ersten Mondlandung beizuwohnen, steht ein Mann mittleren Alters einsam am Bett seiner sterbenden Mutter. Alzheimer nannten es die Ärzte. Er nannte es die Krankheit des Vergessens. Es ist hart, wenn die Mutter das eigene Kind nicht mehr erkennt. In den Wochen zuvor hatte sich ihr Zustand rapide verschlechtert. Einem Wachkoma gleich vegetierte sie vor sich hin und zeigte kaum noch Gefühlsregungen. Dabei waren noch so viele Fragen offen. Weshalb seid ihr damals aus Edinburgh weggezogen? Weshalb ist das so ein Tabuthema? Und weshalb hat sich Vater immer so aufgeregt, wenn ich ihn danach gefragt habe? Er würde wohl nie eine Antwort auf diese Fragen bekommen. Die Zeit floss träge dahin. Und irgendwann begann er leise zu singen, Lieder des Trostes. Doch für wen war der Trost? Für sie? Für ihn? Juli 1969, 3.56 Uhr. Als die letzten Töne des Liedes verklingen, öffnet die Frau die Augen und fasst den jungen Mann an seinen Händen, sieht ihm in die Augen. There will be an answer. Let it be. Und mit einem Lächeln auf den Lippen ging sie für immer. August 1969. Mit einem lauten Krachen fällt die Tür ins Schloss. Sein Chef hat ihn rausgeschmissen. Einen städtischen Beamten mit den Worten korruptes Arschloch zu bezeichnen, ist wohl nicht die feine englische Art. Und sein Chef war not amused, als er davon hörte. Mr. McGregor, Ihr Engagement als Sozialarbeiter in allen Ehren, aber hier ist Schluss. Sie sind eindeutig zu weit gegangen. Da hilft auch der Tod Ihrer Mutter nicht mehr weiter. Mann, bekommen Sie Ihr Leben in den Griff. Sie können morgen Ihre Papiere abholen.
Als er nach Hause kommt und sich die Schuhe auszieht, sieht er den Brief, den er vor einiger Zeit erhalten hat. Eine Einladung an ihn persönlich adressiert. Ein gewisser David lädt ihn ein, an einer Jam-Session teilzunehmen. Mit einem Ziggy. Und das Ganze sollte in Edinburgh stattfinden, in einer Location mit dem seltsamen Namen Blind Man's End. Der Brief musste sich von der Pinnwand gelöst haben, als die Tür ins Schloss fiel. Den Brief hatte er schon ganz vergessen, war er doch zu sehr damit beschäftigt, nach dem Tod der Mutter die Beerdigung und den Nachlass zu regeln und ihren letzten Wunsch zu erfüllen, dass sie in einem Doppelgrab mit seinem Vater beerdigt wird, der schon einige Jahre zuvor gestorben war. Dann war da noch der Kampf gegen die Stadtplaner, die mal wieder ein Viertel im East End platt machen wollten, damit irgendwelche reichen Schnöse Luxuswohnungen erhalten. Sollen sie doch im West End bleiben? Was mit den Leuten aus dem East End passiert, interessiert hier offensichtlich mal wieder niemanden. Wieso eine Jam-Session mit mir? Diese Frage hatte er sich, aber auch Joe gestellt, in dessen Kellerbar er ab und zu mit seinem Saxophon für sein eigenes Vergnügen spielte. Pff, Mann, was weiß ich, keine Ahnung. Vielleicht hat einer der Gäste dich mal spielen sehen und fand dich gut, war die lapidare Antwort von Joe. Neugierig drehte er den Zettel hin und her. In 3 Tagen soll das stattfinden. Wieso ich? Ach, scheiß drauf, why not? Montag, 1. September in den Nachmittagsstunden Edinburghs. Mit einem satten Rums fällt die Tür des Minis ins Schloss. Dort unten soll es also sein. Neugierig sieht er sich um. Wie ein schnurgerader Schlauch wirkt die Treppe nach unten. In der einen Hand eine kleine Tasche mit etwas Kleidung zum Wechseln. In der anderen der Koffer mit seinem Saxophon. Er fühlte sich etwas erschöpft von der langen Fahrt von London hierher, die es in sich hatte. Man hätte fast meinen können, dass die Naturgewalten ihn an der Fahrt nach Edinburgh hindern wollten. Aber er hat es geschafft. Noch einmal der Blick in die Gasse. Selbst die Sonne schien ihn einladen zu wollen, sorgte sie doch für ein eigentümliches Licht in der Gasse. Zögernd schaute er sich noch einmal zum Auto um. There will be an answer. Let it be. Mit den letzten Worten seiner Mutter setzt er den ersten Schritt auf die Stufen nach unten. Ein kleiner Schritt für einen Mann. What you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free, they would not listen, they're not listening still, perhaps they never will.